gekomen om dan nog een wandervideo op Martina's YouTube kanaal te zien. Vind ik me goed, wat er gaat ballen. En loop richting het Zollikofen. En neem euch wieder mit auf meine Wanderung. Ik wens euch viel Spass en bis später. Mittlerweile heb ik nog een Livestream bij Instagram gemacht, een halve Stunde. Jetzt geht es weiter mit YouTube. Ik wens euch weiterhin viel Spass bei diesem Video. Ich werde dann mal noch so ein Panoramabild machen. Leute, ich habe mir überlegt, ich könnte euch noch erzählen, was ich während der ganzen Corona-Krisenzeit gemacht habe. Am Anfang war ich halt mehrheitlich daheim oder eben auch mit der Zeit rausgelaufen. Sie scheint so gesund für das Immunsystem und ist an und für sich auch gesund gewesen. Ich habe mich auch gesund ernährt. Das mache ich jetzt auch. Ich nehme am liebsten am Abend noch ein Smoothie. Ich bin jetzt gerade dran mit Gurke und Tomatensmoothie machen am Abend. Und ja, du hast auch schon schauen, dass ich mich gesund ernähre und dass ich zu genug Schlaf komme. Wenn ihr auch gerne Smoothie habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und schreibt euren Smoothie-Favorit unten in die Kommentare. Wir werden das mal probieren. Und euch nachher ein Feedback geben, ob ich da auch gerne habe oder ob ich ihn nicht gerne habe. Mittlerweile bin ich auf dem Weg, wo ich einmal auch schon ein Video gedreht habe, von meinen ersten Videos, wo ich im Bremgarten bin gelaufen. Der Weg geht auch da durch, für auf die Zollikofen Richtung Bremgarten, aber er kreuzt sich auch irgendwo und dann geht es wieder ein bisschen anderen Weg. Jetzt geht es gerade um ein bisschen wenig Leute, jetzt kann ich um ein bisschen schnurren. Und schnurren, auch schnurren. Nein. Ich habe noch einen Jogger gesehen. Ich kann das nicht verstehen, dass Leute joggen und ein Rucksäckchen mit hinter dem Rücken nehmen. Vor allem jetzt bei dieser Wärme noch ein Säckchen und einen Rucksack hinter dem Rücken. Ich weiß es nicht. Es muss doch irgendwie der Schweiß, muss doch irgendwo ablaufen. Das ist doch gäbiger, wenn man keinen Rucksack kann, hat, als wenn man einen Rucksack kann, hat und der Schweiß steht nachher überall. Ich werde jetzt ja noch heute etwas vom Weg filmen. Ui, was ist das? Und. Oh! Ist irgendetwas, ein Hase oder so im Büschchen drin. Und später dann noch das Panoramabild machen. Genau der Weg, den ich mal gelaufen bin, weil er kommt zu anderen noch bekannt vor. Ade, Anteli.
eben da ich schon bald die Sommerzahlung gekauft bin, beende ich hier mein Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video ein Like. Lasst unbedingt das gratis Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr doch oder der hier immer informiert werdet, wenn ein neues Video online kommt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, einen guten Wochenstart am Montag und bis gleich wieder einmal. Jetzt kann ich dann wieder mehr Videos drehen mit den Wanderbüchern. Jetzt ist dann schon wieder ein bisschen Normalität am Montag. Darum werde ich auch jetzt wieder mehr Wandervideos mit dem Büchli machen. Tschüss zusammen, ich mag euch mega fest gerne.